Du bist 15. Ja. Du hattest aber vor kurzem dein erstes Mal. Ja. Wie war das bei dir? Also, das war mit einem guten Freund von mir tatsächlich. Und wir hatten einfach diese Vertrauensbasis. Und ich glaube, deswegen war das für ihn leichter und für mich, weil wir auch im Nachhinein drüber sprechen konnten. Und es war echt super schön, unerwartet. Aber es war so dieses, man fühlt sich wohl und man vertraut der anderen Person. Deswegen war das auf jeden Fall eine schöne Erfahrung. Aber wenn du sagst, ein guter Freund, dann wart ihr nicht in einer Beziehung miteinander? Nee, wir waren also einfach nur nicht befreundet. In einer Liebesbeziehung. Genau. Also das ist ja total verblüffend. Wir haben damals noch so ein Riesendrama gemacht. Ja. Oh Gott, ich muss unbedingt verliebt sein. So geht das nicht. Aber es ist auch sehr unterschiedlich heutzutage, würde ich sagen. Total, aber schön. Ja. Und habt ihr entschieden, dass ihr das jetzt miteinander macht? Oder nee, es war spontan. Also es war an seinem Geburtstag und wir haben halt, es war irgendwie mit der Schlafsituation, dass wir beide in einem Bett schlafen mussten. Mhm. Und dann waren wir beide schon so, okay, wir können uns eigentlich schon darauf einstellen, dass irgendwas passieren wird. Ja. Und, aber es war so dieses, okay, vielleicht wird was passieren, mal sehen, was kommt. Und ich bereite mich einfach mental schon mal drauf vor. Okay, aber du wusstest auch, ich habe da Lust drauf. Ja, auf jeden Fall. Und hattest du vorher schon gedacht, okay, wenn ich entjungfert werde, dann von dem? Oder? Nee, ich bin da generell auch, glaube ich, relativ locker und mache mir da keinen Stress. Okay, also die Party war vorbei. Ja, genau. Und ihr seid zu Bett gegangen und dann? Also es war so, dass viele Leute bei ihm geschlafen haben. Mhm. Dann war es schon irgendwie so klar, okay, wir beide schlafen in einem Bett. Und dann haben wir erstmal noch so eine Serie geschaut und es war erstmal alles entspannt. Und irgendwann fing es dann an, dass wir so gekuschelt haben und dann haben wir uns halt geküsst und dann ging es immer weiter und weiter. Und dann war es irgendwann so, dass wir da beide fast nackt nur noch in Unterwäsche im Bett saßen. Mhm. Und dann ging es halt richtig los. Und woher habt ihr gewusst, was man macht? Also habt ihr das nur aus der Aufklärung genommen oder hattet ihr euch vorher darüber unterhalten, dass ihr... Also es war halt so, dadurch, dass wir uns schon 3 Jahre kannten, haben wir auch einfach, weil wir gute Freunde sind, viel darüber gesprochen. Mhm. Und ich glaube, deswegen war das ein Stück weit einfach leichter für uns beide. Und wir haben auch währenddessen einfach viel kommuniziert. Ach, das ist ja toll. Trauen sich ja die meisten nicht. Ja, das ist echt schade. Das heißt, du hast gesagt, mehr links, mehr rechts, so ist gut. Super. Ja. Ja, toll. Wie war die Situation? Also ihr wart nackt, es war klar, okay, lass es uns tun. Ja. Und dann, welche Position habt ihr gewählt? Also mit den Positionen kenne ich mich überhaupt nicht aus. Mhm. Aber, oh Gott, wie heißt die? Wo lagst du? Ich saß auf ihm. Was ist denn mit euch los, euch jungen Dingern? Das gibt's doch nicht. Im Ernst? Wir lagen stramm auf dem Rücken, so war das halt. Aber die andere, Josephine, die vorher zu Gast war, die saß auch bei ihrem ersten Mal. Das ist mega kompliziert. Das ist ja wirklich okay. Ja, also es war für uns, glaube ich, in dem Moment so das Einfachste. Mhm, weil man besser gucken kann, was wohin geht und so. Ja, auf jeden Fall. Interessant. Und Josephine hat gesagt, dass es schon ganz schön gezwickt hat. Wie war das bei dir? Überhaupt nicht. Ich hatte irgendwie viel von Freunden gehört, waren so, es ist schmerzhaft und es ist einfach ein unangenehmes und neues Gefühl. Mhm. Aber irgendwie kam mir das direkt so vertraut vor. Und ich war auch so überrascht von mir, weil es war echt nicht schmerzhaft. Es war sogar ganz angenehm und es war einfach so dieses... Vorsichtig, aber trotzdem schön. Es war echt schön. Wie war das danach? Unerwartet entspannt, vor allem einfach, weil wir darüber sogar gesprochen haben. Mhm. Also wir waren so, und wie war es für dich? Wir haben uns danach am nächsten Morgen, glaube ich, auch noch mal so 2-3 Stunden lang gesehen am Stück und haben einfach viel geredet und uns ausgetauscht, was war vielleicht nicht so gut, was kann man individuell verbessern. Es war echt schön, auch ein schönes Nachgespräch.